Ja, Omer John Lagic, der FC Thun Berner Oberland, hat eine intensive Phase aktuell mit sehr vielen Spielen, mit vielen Emotionen, Göpsig, dann wieder eher, ja, ein bisschen negativere Emotionen, die Niederlage in der Meisterschaft gegen Schaffhausen. Wie erlebt man so eine intensive Phase eigentlich als Fußballer, als Spieler, wenn man so Akteur ist auf dem Platz? Ja, ich würde meinen, als Fußballer ist man es daran gewöhnt, dass die Emotionen von Wochenende zu Wochenende immer verschieden sind. Sie können mal ganz oben sein oder ganz unten. Jetzt in dieser intensiven Phase mit der englischen Woche ist es noch schneller so, und gleichzeitig freut sich jeder in unserer Mannschaft, dass wir die Spiele bestreiten können. Das Spiel ist das, was man, glaube ich, am liebsten macht als Fußballer. Wie sieht es aus mit dem Schaffhausen-Match? Ja, die Leistung hat gestimmt eigentlich über grosse Strecken. Man verliert noch unglücklich. Wie habt ihr jetzt den angeschaut? Ja, wir haben das Spiel analysiert jetzt am Morgen. Es tut natürlich weh, dass wir da keine Punkte haben mitnehmen konnten. Wir sind in die Führung gegangen und bekommen das Goal. Eigentlich geht auf den nächsten Angriff drauf. Und eben, das ist etwas, an dem werden wir sicher arbeiten, dass es nicht passiert. Dann läuft das Spiel für uns. Und das 2-1 war halt bitter gewesen, einfach für uns. Das ist ja das Gute, wenn man weiss, wo man noch arbeiten kann, denke ich. Wie sieht es aus mit dem Match gegen Neuchâtel Xamax gegen Neuenburg? Das ist ja wirklich aktuell der Leader. Die haben letztes Jahr eine schlechte Saison gehabt. Jetzt sind sie wirklich stark zurück und führen im Moment. Was erwartest du jetzt hier in Stockhorn Arena am Samstag für einen Match? Ich erwarte ein starkes Xamax, das selbst schon drauf getankt hat. Sie hatten einen guten Transfersommer. Und wir werden einfach kämpfen, es wird ein sehr kämpftes Spiel sein und wir werden alles geben, dass wir da keine Punkte mitgeben. Wenn man die Mannschaft fragt vom FC Thun Berner Oberland, mit wem würdet ihr am liebsten in den WG zügeln, kommt absolut dein Name am meisten. Hast du eine Erklärung? Bist du euch besonders ordentlich oder warum ist das? Das habe ich bis jetzt selber nicht gewusst. ja, ich habe es mit allen wirklich ziemlich gut. Wir haben alle sehr guten Umgang miteinander. Wir haben es lustig und ich würde meinen, das ist sicher der Grund. Wir sind ein super Team. Mhm. Bist du da, wo die Witze schreist in diesem Fall? Ja, ich versuche es. Oder ich weiß nicht, vielleicht bin ich mit meiner Art lustig. Und ja, ich kann es dir jetzt nicht sagen, wieso das so viel gesagt haben.